Willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Witcher. Mit mir, der Mr. Sick. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich habe jetzt tatsächlich mal vorher nachgeguckt, wie man denn am besten diese Bestie besiegen soll. Da gab es ganz viele, die gesagt haben: Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, musst dich halt nur vorbereiten, bla bla bla. Aber das haben wir wirklich nicht gemacht. Wir haben auch nicht wirklich hingehört, was die Hexe nämlich sagt. Die sagte: Draußen wartet ein wütender Mob, dass da was passieren kann. Okay, darauf hätten wir vielleicht reagieren können. Habe ich aber irgendwie nicht. Deswegen habe ich jetzt einen alten Spielstand geladen. Wir sind jetzt dort an dieser Stelle in der Höhle, wo wir die Kinder gefunden haben. Wo wir dann gegen die Soldaten gekämpft haben. Also alles das, was wir in der vorigen Folge gemacht haben. Und hier ist ein Lagerfeuer. Und bei diesem Lagerfeuer schaue ich jetzt mal, was wir jetzt noch an Skillpunkte reinhauen können. So, schlagender Schnitt, zwei Pluten. Okay. Schnitt 2. Okay. Dieses Gruppending ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, denn wir kämpfen ja die ganze Zeit in der Gruppe. Und dann können wir uns ja noch die Ausdauer ein bisschen erhöhen. Okay. Ist gerade angezogen, um direkt zu verzehren, statt die Länge daraus zu brauen. Klingt eigentlich auch nicht so verkehrt. Gewandtheit. Da haben wir, glaube ich, viel schon gemacht, ne? Wir kämpfen ja, glaube ich, in der Nacht, oder? Erfordert Verzehr eines Muttergens. Okay, das haben wir noch nicht. So, machen wir Gruppe haben wir ja. Drei Gegnerkämpfe, das haben wir ja eigentlich. Präzisionstreffer plus 10%. Wir hauen das mal hier noch rein. So, und dann gehen wir mal auf die Tränke und schauen mal, was wir uns noch brauen können. Wir können uns gar nichts brauen jetzt, ernsthaft? Ach, nö. Wieso können wir uns denn hier nichts braunen? Besitze ich die Fähigkeit einer der Höhle? Sie hätten bessere alchemistische Grundstoffe verlangt. Es kann nicht sein, dass wir nichts haben. In der Tasche haben, um so einen Trank zu machen. Vitrol und Ether haben wir. Wir haben kein Ether, das glaube ich doch nicht. Okay, wir meditieren jetzt erstmal eine Stunde. Das glaube ich doch nicht. Das ist so irgendwie, hä? Es kann doch nicht sein, dass wir nichts von dem halt haben. Solltest du es jetzt nicht fressen? Enthält folgende Substanzen: Alchemist, Ektoplasma. Wie können wir das denn in deren Grundstoffe zerlegen? Gar nicht, oder was? Okay, ich mache jetzt nochmal ein Save Game. Und dann haue ich mir mal das hier rein. Dann haue ich mal hier so eine Schwalbe rein.
Und das, was ich auch gelesen habe und das, was mich am meisten eigentlich annervt, ist, dass wir diesen Schneesturm, den ich mal testweise halt einfach irgendwie benutzt habe, wir hätten am meisten gebrauchen können. So. Bindekraut, weißer Honig, okay. Habt ihr bereits gelesen? Okay. So, jetzt dann schärfen wir mal noch unsere Waffen. Schleifstein benutzt das Öl, okay. Schaden um 10% erhöht. Den Trank hauen wir uns mal noch hinter die Binde. Vier Bomben. Was ich echt nicht checke, ist, dass wir nichts herstellen können. Das finde ich total krass irgendwie. Dass wir nichts von den Sachen herstellen können. Meditieren 0 Stunden, so. Keine Ahnung, jetzt sind wir ein bisschen gepimpt. Weiß bloß nicht, ob das wirklich helfen wird. So, ach ja, war der Ausgang. Bin mir nicht so sicher, ob das reichen wird. So, Abigail, das Gespräch kennen wir ja auch schon. Warum ich brauche eure Mächtigkeit? Warum der Mensch, das ihr habt, oder ihr habt, sie gibt, jetzt ist das nicht wirklich, findet nicht nötig. Gut, Feuerstelle. Ach, hier kann er jetzt nochmal meditieren, aber bringt uns ja nichts. Wir haben ja nichts. Null, so. Und hier, was anderes gibt es hier auch nicht wirklich. Ich mache hier nochmal einen Quick Save. Das Problem war nämlich auch, dass ich aus dieser Höhle nicht wirklich rauskomme. Also alles, was ich mache, hätte ich jetzt hier in der Höhle machen müssen. Und ja. Also das Kuriose noch dabei ist, die anderen in Foren, die sprechen halt davon, dass es überhaupt kein Problem ist, gegen diesen Hund zu kämpfen, aber ihr habt es selber gesehen, uns hat es ja einfach nur weggeschnitzelt. Nein, das ich hole. Seit Anbeginn. So. Ach, das ist ja kurios. Das ist ja mal schön. Und unsere ganzen Effekte, die wir auf Feuer uns reingehauen haben, die gibt es jetzt nicht mehr, oder was? Ach, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Mein Hund hat wieder einen Schlag ins Gesicht gekriegt. Von irgendwoher? Nee. Das ist das, was ich mal meinte, die springt manchmal hoch. Aus Gründen, die mir nicht wirklich klar sind. Und erschreckt sich vor irgendwas. Obwohl es keinen Grund gibt. Gut. Alles gut? Gut. Ja, das finde ich natürlich geil. Die ganzen Sachen, die wir uns vorher reingepfiffen haben, die gibt es jetzt nicht mehr. Oh Mann, ey. Ja, drehst du dich jetzt auch mal wieder hin zu dem? Was ist denn das nur, ey?
Und andere haben auch noch gesagt, dass ich mich um die Abigail nicht wirklich kümmern soll. Dass ich halt, wenn die angegriffen wird, dass ich da einfach die anderen Hunde davon weglocken soll, die einfach mal so kurz ein bisschen drauf donnern soll und dann passt das schon. Verlass ihr keine Zeit, nichts. Überhaupt diese nicht. Hat mein Bruder. In ihr. Ich Euer Bruder. Was sie euch. Seit dieser stelle ich mich gerade unfassbar dämlich an, aber ich habe keine Ahnung. Nein, das ich hole. Wie man das anders lösen Seit soll. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Naja. Ist die Schnepfe schon wieder tot? Nee, doch nicht. Das wäre geil, wenn du mal heilst, danke. Und ich brech diesen scheiß Fight immer wieder ab. Okay, also es geht doch. Man muss sich halt ein bisschen mehr auf die Abigail vertrauen und der wirklich diese anderen Hunde halt irgendwie weglocken. Also es geht doch. Es ist mir schon klar, dass es gehen muss. Ich meinte eher Klick. Jetzt weiß ich, wie es geht. So ein Scheiß, Alter, ey. Das nervt ja meistens. Sie hat mein Bruder in ihr. Ich treu. Euer Was? Sie euch. Ihr Hand bla 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 Seit Anbeginn der Zeit. Tot. Ich sehe auch nicht wirklich, wie viel Leben der noch hat. Wäre es jetzt nicht schon so spät, würde ich erstmal eine Runde rumschreien. Und dann kommt mein Nachbar wieder und bezeichnet ihn als asozial. Lass die Hex nicht zu. Diese sie hat mein Bruder in ihr. Ich treu. Euer Bruder. Was sie euch. Ihr Handel hab was die Hex. Mich hab mit ihr. Nein, da ich ho. Schreit an! Jetzt ist sie schon wieder tot. Doch nicht, irgendwas hat mich ja gerade geheilt. Okay, die ist doch nicht tot, sehr gut. Hat sich nochmal kurz hingelegt und.
Die muss irgendwie mal mehr heilen. Keine Ahnung. Wenn die schon so echt so krass reinhauen, ey, die Fotzen, ey, das gibt's gar nicht. Lass dir die Hexe nicht so. Diese sie hat mein Bruder in ihrer. Ich träum. Euer Bruder war ein Krieg. Warum? Was ist? Sie macht euch. Ihr Handel habt ihr. Was die Hexe. Miku habe mit ihr. Nein. Das. Ich hol. Seit Anbeginn der. Anbeginn der Zeit. Gibt es doch nicht. Alter, kriege ich hier gleich einen Hals voll, ey. Das gibt's gar nicht. Das hat er sich Ewigkeiten nicht umgedreht, um diesen anderen grünen Köter mal so richtig die Fresse zu polieren. Oh. Lass die Heck nicht so. Diese sie hat mein Bruder in ihr. Ich träum. Euer Bruder. Was? Sie euch. Ihr Hand habt ihr. Was die Heck. Mik hab ich mit ihr. Nein. Das. Ich hol. Seit Anbeginn. Anbeginn der Zeit. Scheiß Blindgemache, ne? Sorry, Leute, aber ich habe keine Ahnung. Das mit denen, ich sage, ich habe keine Ahnung, sage ich auch jedes Mal. Meine Güte, ich bin echt ein bisschen ratlos. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt einfach nicht. Ich wollte schon wieder keine Ahnung sagen. Verlass die Hexe nichts. Diese sie hat mein Bruder in ihr. Ich treu. Euer Bruder. Mal klappt es besser und mal klappt es halt nicht ihr so. Was die Hexe. Ich kann halt nicht wirklich festmachen. Nein, da ich. Woran das liegt. Seit Anbeginn. Was ich schlechter mache und was halt nicht. Macht die auch mal irgendwas? Oder lässt sie mich da jetzt einfach nur verrecken? Gut, Leute. Ich mache das jetzt mal offscreen weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.